Ich bin die neue Beauftragte für Social Media im Unternehmen. Soziale Medien dienen vor allem der Vernetzung der Anwender und der Kommunikation und Kooperation über Internet. Social Media bietet Unternehmen viele Chancen. Zum Beispiel können Fragen von Kunden direkt und schnell beantwortet werden. Doch bei der Nutzung im beruflichen Kontext müssen mehr und strengere Regeln beachtet werden als bei der Privatnutzung. Darum haben viele Unternehmen Social Media Guidelines entwickelt. Ich habe die Vorschläge meiner Kollegen zu einem Entwurf für unsere Guidelines zusammengefasst. Insgesamt sind hier 9 verschiedene Elemente enthalten. Nachdenken, bevor man postet, und vor allem, wenn Sie im Auftrag und Namen Ihres Unternehmens tätig werden, müssen Sie sich auch konform zum Arbeits-, Wirtschafts- und Wettbewerbsrecht, Strafrecht und Vertragsrecht verhalten. Die Unterscheidung zwischen öffentlich zugänglichen Informationen und interner sollten Sie genau kennen. Welches Passwort soll ich für unseren Facebook-Account wählen? In den sozialen Medien müssen Sie klar trennen. Zwischen Ihnen als Privatperson und Ihnen als Mitarbeiter und damit Vertreter eines Unternehmens. Also lieber zweimal nachdenken, die Guidelines Ihres Unternehmens berücksichtigen und notfalls schnell persönlich nachfragen, was erlaubt und ratsam ist.